Am Wiener Opernring lud der Musikverein Graz zur Präsentation des Heidenfestivals. Es ist in der 209-jährigen Geschichte unseres Musikvereins das erste Mal, dass wir den Alpenhauptkamm überschreiten, um uns in Wien vorzustellen. Haydn ist besonders berühmt geworden durch seine Symphonik. Er war in London, er hat seine Londoner Symphonien komponiert und wir werden in diesen drei Haydn-Festen ein Best-of bieten aller Haydn-Orchesterwerke und das liegt mit Adam Fischer in besten Händen. An Haydn ist faszinierend seine Virtuosität und seine Brillanz, oder? Das ist bei allen dasselbe, oder? Hören Sie es gerne wenigstens. Darf ich ehrlich sein? Nein. Ich bin Romantiker, Mahler, Richard Strauss, Korngold, Benjamin Britten, das ist meine Welt. Haydn ist nicht so meine Welt, aber ich verehre ihn sehr. Also die Musik ist, bitte, ja, also das tut's mir da, haut's mir nichts ein jetzt. Also für mich ist er einer der größten Musiker aller Zeiten und was auch noch faszinierend ist, ist, dass einer der brillantesten Köpfe der Musikgeschichte, nämlich Robert Schumann, an ihm gescheitert ist. Wenn er gesagt hat, ja, Haydn ist so etwas, man begrüßt ihn wie einen lieben Gast, aber er bringt halt nichts Neues. Wir wissen, dass bei Haydns Konzerten eine Stimmung geherrscht hat wie bei den Rockkonzerten und wir müssen das anstreben. Er hat eine unglaublich viele kleine Ideen und Witze und die muss man hervorheben. Wenn man Haydn Dienst nach Vorschrift spielt, das ist ein Verbrechen.